Hallo und willkommen zurück bei Beholder. Zeit kann ruhig mal weiterlaufen hier. Wir möchten ja diese Folge einerseits Kameras bei Mr. Schimmer installieren, der mir eigentlich sympathisch ist, aber man weiß ja nie. Und der ist mir sowieso suspekt irgendwie. Der will jetzt, dass wir Ladies für ihn aufreißen. Das kann er gleich mal vergessen. Außerdem, ich kenne keine Single Lady, die sind doch alle verheiratet hier, oder? Ich weiß nicht. Okay, er ist jetzt unterwegs zur Arbeit. Wie spät ist denn? Ach so, kurz vor 5. Ich habe gerade den Stundenzeiger gesucht. Dabei gibt es hier gar keinen. Das heißt, ist das jetzt morgens oder abends? Ist er schon wieder zurück oder was passiert hier gerade? Großer Running, okay. Das kenne ich aber schon, das habe ich schon gelesen. Was steht hier? Junge, hübsche, sozialaktive Frau sucht gut situierten Mann für eine feste Beziehung. Aha. Anrufen, sie werden es nicht bereuen. Interessant. Warte mal, muss ich mir die Nummer jetzt aufschreiben? Oder habe ich die jetzt? 2, 3, 7, 4, 5, 1. Kann ich das nicht irgendwie ins Inventar nehmen? Ich probiere das mal aus. Moment. Ach so, kann ich gar nicht telefonieren? Warum ist das in meinem Telefon? Eine Rasierklinge, eine Brille und eine Geldbörse. Was kann ich mit dem ganzen Zeug machen? Du hast eine Quest? Was, Karl? Schokosüßigkeiten. Ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen. Ach, ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen, Karl. Sie sind sehr nett. Mir wurde gesagt, dass gelegentlich ein Mann mit einem Zylinder in der Nähe des Hauses herumspaziert. Der ist mir auch schon aufgefallen. Du kannst einige Dinge von ihm kaufen. Ach, die Dinge kann ich bestimmt auch bei ihm verkaufen, die ich da finde. Welche Dinge? Antiquitäten? Hast du nicht genug Sachen? Hör mir erst zu! Du hörst nie zu, was ich dir sage! Dreh nicht gleich durch, ich wollte dich nicht verletzen. Du bist der Meister der schlechten Laune. Manchmal glaube ich lebe mit einem. Was hast du dem Händler gesagt? Man sagt, er verkauft neue Haushaltswaren. Die alte Frau im zweiten Stockwerk zeigte mir die parfümierte Seife, die sie vom letzten Monat gekauft hat. Im Moment nicht, aber es gibt auch andere nützliche Sachen. Brauchst du Seife? Wir haben eine ganze Kiste voller Teer, die ich mit unserer Rationskarte gekauft. Teer? Karl, du bist unerträglich. Du hast einen Strick um den Hals verdient. What the fuck? Geh, lern ihn kennen und kauf Süßigkeiten für Martha. Die arme Kleine, ich hat schon seit Monaten kein Bonbon mehr gesehen. Bonbons sind keine große Sache. Ich besorge euch. Tief durchatmen. Meine Frau ist seltsam. Was, Karl? Ja, gut. Wie kann ich denn jetzt die Lady anrufen mit dem roten Telefon? Ah. Ja? Hallo, ich heiße Karl. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Interessant. Erzählen Sie mal von sich. Oh nein, das ist für einen Freund von mir. Er ist ein bisschen schüchtern, deshalb helfe ich ihm in einer Privatangelegenheit. Sind Sie bereit, einen großartigen Doktor kennenzulernen? Ein Doktor? Wie lautet sein Name? Aloysius Spack. Ist es derjenige aus dem Zeitungsartikel? Ich muss überlegen. Ich werde ihn in ein paar Stunden nochmal anrufen. Okay? Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ja. Apropos, hat das Telefon schon mal geläutet? Ich hoffe nicht, dass ich schon mal einen Anruf verpasst habe. So, der Typ mit Zylinder, da ist er. Mal schauen. Nathan Keller. Dich kenne ich ja schon, ich habe schon mal gesehen. Da ist eine Quest. Und da ist der Doktor. Mein Kompliment. Handeln. Was verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich um. Okay, ich kann Sachen verkaufen. Verkaufe ich? Kann ich eigentlich alles verkaufen, oder? Ja, was soll's? Den Whisky behalte ich. Für den Fall der Fälle. Oh, Telefon! Schnell! Lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf! Schneller! Mann, bist du lahm! Schnell! Einen privaten Anruf annehmen. Hallo Karl, ist es Sie jetzt? Hier ist Clara, Sie haben mich vor ein paar Stunden angerufen. Ich werde Ihren Doktor treffen. Geben Sie ihm meine Nummer und das geheime Wort. Erdbeere mit Schlagsahne. Haben Sie es aufgeschrieben? Ich will auf einen Anruf warten. Das kommt etwas suspekt vor hier. So, ist die Wohnung gerade oben? Leer? Ich glaube nicht, da steht er ja. Ich spähe mal durchs Schlüsselloch. Was machen die? Die gehen schlafen. Kann ich, wenn die schlafen, einbrechen oder ist das auffällig? Neue Anordnung der Regierung erhalten.
Ach so, stimmt, ich soll dir Süßigkeiten. Verdammt, jetzt ist er weg, das soll ich ganz vergessen. Der Arzt ist. Oh, ich bin. Lalala, ich bin gar nicht da. So. Wenn ich jetzt in die Wohnung einbreche, merken die das? Oh oh. Oh verdammt, ich dachte, das ist leiser. Oh Mann. Was machen Sie hier? Entschuldigung und gehen. Tut mir leid, ich gehe ja schon. Gehen Sie sofort. Tut mir leid, Mann. Warum rennt auf die Straße? Willst du dich überfahren lassen? Sorry. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn Sie schlafen, dass Sie das gar nicht merken. So, dann gehe ich mal nach unten. Mann, kann ich eigentlich auch schlafen? Nee, ich kann nicht schlafen. Meine Tochter will eine Tasse Kaffee. Trinkt sie auch gerade. Sehr brav. Das hält munter und fett. Ich durchsuche mal meinen Schreibtisch. Mal schauen, was sie da so haben. Das ist ja kein Diebstahl. Es gehört ja mir. Und es ist leer. Mann. Die Herstellung von Drogen ist verboten. Okay, das habe ich mir gedacht. Das ist hier noch neu. Gibt es ja keine Möglichkeit, schneller zu scrollen? Importiertes Mineralwasser ist verboten. Okay. Von mir aus, was ist da? Stimmt, der ist ja Angler. Das habe ich auch rausgefunden. Okay, was muss ich denn jetzt alles im Moment machen? Ich muss die Süßigkeiten kaufen. Das mit Alois muss ich machen. Finden Sie eine Möglichkeit für die Zwangsruhe? Ach, ich muss das sogar machen. Ich will das aber gar nicht. Ich will nicht, dass er geht. Was sind das für komische Poster hier eigentlich? Ich habe 5000 Geld. Ich glaube, ich habe gar keine Kamera. Ich brauche eine Kamera. Moment. Ich kaufe. Ich kaufe eine große und eine mittlere. Aber du bist halt für Haushaltsgeräte und für Möbel. Ist hier irgendwas, was repariert? Ja, ich kauf's mal. Was soll's? Ich schau mal. Gibt's hier Möbel, die repariert gehören? Mann, wie sie spielt. Lalalala. La, ich habe einen Ball und du nicht. Hahaha. Mögen dich die Polizisten töten. Keine Sorge, Töchterchen. Ich suche nur diesen Schreibtisch oder diesen Tisch oder was das auch ist. Bitte, was hier klinge. La, 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 la. Was ist das da? Kann man da. Oder. Waren da mal Propaganda-Poster drauf? So, ich glaube. Ja, gut, okay, sie gehen, oder? Sie ist auf jeden Fall mal draußen und er. Eher nicht. Warte mal, wenn ich die Zeit beschleunige. Bleibt er immer zu Hause? Nee, da. Sehr gut. Ich werde nicht mit ihm reden. Noch nicht, wenn er zurückkommt. Verzieh dich, Mark Ranek. So, ich warte mal kurz auf den Bus. So. So. Und jetzt schnell. Da kommt die Große. Oh, oh. Okay. So. Überm Bett. Man weiß ja nie, was er so für Sachen treibt. Okay, er ist noch nicht zu Hause. Das ist gut. Ich durchsuche mal seine Sachen. Puh, spannend. Schiffsmodell. Okay. Oh, verdammt, das ist die Frau. Was ist das? Schnell, raus, 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 raus. Lauf, lauf, lauf. Weg, 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 weg. Geh da runter. Das ist doch sie. Ja, klar. Oh, Mann. Wow. Ich hoffe, sie merkt nichts. So, wann kommt denn der Mann nach Hause? Weil der hat eine Quest. Da ist Zylindertyp. Warte, Süßigkeiten. 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 Da, kaufen. Und auch. Ne, Apfel ist ja verboten, oder? Es ist ja verboten, Äpfel zu besitzen. Was ist das für ein Buch? Das bedeutende Leben unseres großen Anführers. Ein Buch über das inspirierende Leben unseres großen Anführers. Aha. Okay, das reicht vorerst. Danke. Spiel
Geige, alles klar. Haben wir das auch rausgefunden? Okay, ich rede mal mit dir. Hallo. Fragen, was er braucht. Sagen Sie es mir geradeaus, Karl. Würden Sie beauftragt, mich auszuspionieren? Ich erzähle Ihnen... Ja, ich bin jetzt ehrlich. Sie müssen vorsichtiger sein, Kamerad Klaus. Ich komme gleich zum Punkt. Ich habe den Auftrag erhalten, Sie sofort aus dem Gebäude zu entfernen. Was? Die wollen mich aus meinem Haus vertreiben? Das ist undenkbar. Wenn ich nur könnte, würde ich dieses schäbige Loch schon vor langer Zeit verlassen haben. Meine Probleme sollten Sie nicht plagen. Danke für die Warnung. Was werden Sie tun? Hilfe anbieten. Ja. Ich möchte Ihnen helfen. Warum verlassen Sie nicht die Stadt? Das ist verdächtig, Karl. Warum sollten Sie sich um mich kümmern? Auf ein Gespräch bestehen. Oder zustimmen und gehen. Nicht. Ich möchte ihm helfen. Ich frage nicht aus Neugier, sondern um ihnen zu helfen. Ich werde gesucht, schwer zu glauben, dass jemand sich für mein Problem interessiert. Ich wurde zum Tabakladen geschickt. Zu diesem kleinen Holzstand im schlimmsten Viertel nahe dem Fischmarkt. Sie haben mir mein Abwesenheitszertifikat weggenommen. Ohne das sitze ich hier fest. Verstehen Sie? Was ist ein Abwesenheitszertifikat? Sie sollten solche Dinge wissen, Karl. Es ist das Dokument, das für den Eintritt in die strategische Einrichtung zum Verlassen der Stadt benötigt. Oh Gott, oder zum Verlassen der Stadt benötigen. Ich kann gerade nicht lesen. Bahnhöfe, Häfen und Straßen mit Kontrollpunkten sind für mich geschlossen. Warum nehmen Sie es nicht? Sie würden mir nicht glauben. Ich habe eine Antwort vom Ministerium erhalten. Die Dokumente sind an das Archiv für Datenaktualisierung gesendet worden. Sie sagt, ich kann sie dort erhalten. Ich war in den Archiven. Sie sagt, es gebe kein Dokument mehr. Ich habe eine Woche angestanden, um einen Inspektor zu sprechen und einen Auffindungsantrag einzureichen. 2 Monate später wurde mir mitgeteilt, ich hätte das falsche Formular für den Antrag verwendet. Das ich benötige, war vergriffen. Verdammt! Sie meinen, die Dokumente sind in den Archiven verloren gegangen? Ja, die Dokumente sind im Archiv. Sie sagen, es ist eine Masche, um Besucher zu Weißglut zu bringen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist oder nicht. Das Verteidigungsministerium hat saubere Hände. Wir können nichts gegen die Archive tun. Mal sehen, was ich gegen Ihre Abwesenheitszertifikat tun kann. Schatz? Was, Karl? Da, die Bonbons. Und bist du jetzt wieder unzufrieden? Ich habe dich nur gebeten, etwas Schokolade für unsere Kleinen zu kaufen. Ich habe nicht einmal nach einem Stück parfümierte Seife für mich gebeten. Ich habe Bonbons gekauft, aber da gab es keine Seife. Karl, du hast Bonbons gekauft. Danke, ich bin in letzter Zeit furchtbar besorgt. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich diese Bullen bereits den vorherigen Gebäudehausmeister abführen sehen. Der Gedanke daran, dass du an diesem Ort bist, bricht mir das Herz. Anna, lösche diese Gedanken aus deinem Gedächtnis. Ich komme schon klar, sie machen keine Scherze, oder? Ich werde die Arbeit gut machen. Was, wenn der vorherige Hausmeister auch so gedacht hat? Naja, Zeit, zur Arbeit zurückzukehren. Okay, was möchtest du noch? Was, Karl? Erfahren, was passiert ist? Was ist passiert? Martha ist krank, Karl, und wir haben keine Medizin zu Hause. Kannst du etwas Aspirin für unsere Kleine suchen? Ich habe ewige Schlangen gestanden, nur um zu erfahren, dass ich ein Rezept brauche. Natürlich werde ich ihn finden. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über Martha? Nein, da ist nur Fieber. Mir gefällt aber nicht, wie sie sich fühlt. Mann, wo ist denn die Kleine? Ist sie im Bett? Die ist ja gar nicht im Bett. Wo ist meine Tochter? Ach da, Martha, Kleines. Ich will nicht mit dir spielen. Wie fühlst du dich denn? Wie geht es dir, Liebling? Mama sagt, ich bin krank. Ich mag keine Süßigkeit. Ich habe Fieber. Aber du kaufst Aspirin und ich werde wieder gesund werden. So soll es sein. Okay, ist der Typ da? Ja. Hat er vielleicht Aspirin zu verkaufen? Ein bisschen schneller. So. Meine Komplimente. Handeln. Okay. Ist das Aspirin? Kaufen. Mann, war das teuer. 500 fast. Oh Mann. Verkaufe ich das da? Also da. So. Ja. Zack. Mit wem telefonierst du gerade? Martha? Oder ich rede mal mit ihr. Wenn wir das Gesundheit und Aspirin sprechen. Wie geht es, Martha? Hast du Aspirin gefunden, Karl? Martha, geht es schlechter. Ja, nimm das. Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Momentan ist jeder krank. Danke, ich denke, sie wird sich in ein paar Tagen besser fühlen. Yay, ich freue mich. Ich hoffe, das stimmt auch so. Das Telefon hat nicht geläutet in der Zwischenzeit, hoffe ich. So, wie sieht es denn jetzt mit dem Auftrag aus? Weil, was passiert, wenn ich den jetzt nicht durchführe? Weil ich im Endeffekt nicht will, dass er abhaut.
Finden Sie eine Möglichkeit für die Zwangsräumung von Klaus? Nein, das will ich nicht. Ach ja, das mit Alois. Muss ich auch noch machen. Da ist er ja. Oh Mann, so viel zu tun als Hausmeister hier. Hallo. Über Einsamkeit sprechen. Irgendwelche Vorlieben? Wen möchten Sie kennenlernen? Irgendjemanden. Ich habe eine Freundin für Sie gefunden. Wer ist sie? Das Mädchen aus der Anzeige. Ich kann es gar nicht erwarten, sie kennenzulernen. Die Nummer ist 237451. Rufen Sie sie an, sie wartet drauf. Ich werde sie heute anrufen, aber erst muss ich mir ein Herz fassen. Können Sie einen Schokoriegel für mich finden? Man kann schließlich nicht mit leeren Händen zu einer Verabredung gehen. Aber was ist mit dem Zauberwort? Das Erdbeer mit Schlagsahne. So, ne Mann, was willst du? Oh Mann, so viel Stress. Ja, Vater. Erfahren, was passiert. Ich muss mit dir sprechen, Vater. Was ist passiert? Ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt und möchte fragen, ob sie mit mir ausgeht. Die erste Nacht der Hoffnungslichter wird in einigen Tagen stattfinden. Es sind auch Schauspieler aus der Hauptstadt angekommen. Warte, was ist dieses Mädchen? Wer ist dieses Mädchen? Andrea Gorschik. Sie ist wunderschön und klug. Sie geht gerne ins Theater. Ich habe gehört, sie möchte zur Premiere gehen. Das ist meine Chance, Vater. Ich habe hier nicht genug Geld für die Karten. Wie viel? $550. Das ist viel Geld. Ja, von mir aus da. Das Theater ist ein reizender Ort, mein Sohn. Hier ist das Geld. Danke, Vater, du bist der Beste. Und $20 für die Blumen. Nimm etwas Kleingeld für die Blumen mit. Vergiss nicht, dich für dein Date zu waschen. Man sollte nicht schmutzig ins Theater gehen. Verstanden? Erzähl es nicht Mutter, sonst gießt sie noch eine ganze Flasche Eau de Cologne über mich. Du kennst sie. Okay, das heißt, ich darf jetzt Schokolade auch noch besorgen. Mann, mein ganzes schönes Geld geht langsam dahin. Okay, handeln. Hast du Schoko? Schoko, da. Warte, da. Warte. Alois, ich muss mit dir reden. Hallo, über Schokolade sprechen. Haben Sie Schokolade mitgebracht? Ich habe es gekauft. Super, ich bin bereit zu einem Treffen. Aber das Zauberwort, Sahne, Schoko, Erdbeeren mit Sahne, Erdbeeren mit Sahne, vergiss das ja nicht. Ich hoffe, das geht alles gut. Er ist jetzt unterwegs und er ist jetzt auch unterwegs. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das abgeht. Jeans zu tragen oder zu verkaufen ist verboten. Oh fuck, was habe ich an? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Besorgen Sie Shimas Papier aus dem Archiv? Wie aus dem Archiv? Wie mache ich das? Was ist jetzt? Schatz? Frau? Alles okay? Achso, nee, nicht dir. Ich will nicht mit dir reden. Sorry, Töchterchen. Ich möchte eigentlich zu meiner Frau. Nein! Mann. Frau? So. Was, Karl? Erfahren, was passiert ist. Martha fühlt sich schlechter, Karl. Das Aspirin hat nicht geholfen. Oh nein. Sie braucht einen Arzt. Finde einen Arzt. Willst du nicht mit Martha ins Krankenhaus? Wir waren bereits bei ihrem Arzt. Er hat uns empfohlen, Aspirin einzunehmen und die Nase mit Seife zu waschen. Mit Seife, Karl? Wie kann ich die Nase meines Kindes mit Seife waschen? Finde einen guten Arzt für unsere Tochter. Wir haben einen Arzt im Haus. Mal wegen dem Archiv vielleicht mal anrufen. Vielleicht geht das ja. Referenz? Was möchten Sie gerne wissen? Nee. Archiv. Muss ich dazu wohin fahren? Kann ich auch mit dem Bus wegfahren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie probiert. Mal schauen. Spielt Klavier, okay. Bus. Kommt jetzt ein Bus? Bus? Ich habe keine Ahnung, wie ich ins Archiv komme. Da kommt kein Bus. Ich brauche einen Bus, verdammt. Das ist zumindest meine Vermutung, dass ich wirklich da hinfahren muss. Oder nicht? Neue Nachricht erhalten. Okay.
Gut, es ist abends, vielleicht ist deswegen gerade kein Bus unterwegs. Theaterskandal. Was? Die erste Abendvorstellung des Stücks von Liebe und Frieden aus der Hauptstadt wurde zum Skandal. Ein Teil des Publikums verließ den Saal vor dem Ende. Theaterstücke sollten echte Menschen porträtieren und keine dämlichen Geschichten zeigen, die nichts mit der Realität zu tun haben, sagte Bruno Raus, Leiter der Abteilung für Freizeitbeschäftigung der Fabrik Nummer 1. Die Verwaltung des Theaters versprach, das Stück aus dem Programm zu nehmen und sicherzustellen, dass zukünftige Aufführungen nicht die Gefühle der Arbeiter verletzten. Aha. Ich habe den Bus verpasst, verdammt. Verdammt. Ist der Arzt gerade zu Hause? Ich brauche einen Arzt für meine Tochter. Da ist der Bus, warte mal. Ich muss Bus fahren, ich muss Bus fahren. Bus fahren, steig in den Bus ein. Kann ich Bus fahren? Bin ich im Bus drin? Nee, bin ich nicht. Okay. Dann funktioniert das wohl doch nicht so. Was will denn meine Frau jetzt schon wieder? Moment. Ich schau ganz kurz, ob er da ist. Oh Mann, das ist echt stressig. Noch 28 Stunden für Marthas Doktor. Ich glaube, er ist nicht da. Da ist er ja. Hey. Herr Doktor, ich muss mit Ihnen reden. Über Marthas Krankheit sprechen. Aloysius, meine Tochter ist krank. Können Sie sie untersuchen? Ich werde sie auf jeden Fall untersuchen. Das ist meine Pflicht. Ich bin Arzt. Okay. Ja, ja. Mach das bitte. Schau dir meine Tochter an. Sag mir, was mit dir los ist. Mein armes Töchterchen. Mann, wie sie traurig reinschaut. Hallo, fragen, was passiert ist. Clara, mit der sie mich bekannt gemacht haben, ist wundervoll. Darf sie bei mir einziehen? Jetzt schon? Das ist ein paar Stunden her. Es verstößt gegen die Regeln? Wieso? Warte mal. Wie, das verstößt gegen die Regeln? Da steht dann irgendwo was davon. Es verstößt gegen das Gesetz, kriminell unterschlupft. Aber sie ist ja nicht kriminell. Natürlich, klar, warum nicht? Danke! Ich würde zahlen. Aber was ist mit meiner Tochter? Hallo? Meine Tochter. Die wollen alle. Oh mein Gott, die wollen echt alle was von mir. Was ist das? Warte mal, ist das jetzt erledigt mit der Tochter? Ich glaube ja. Ich hoffe ja. Ich rede mal nochmal mit ihr. Kaputter Fernseher. Oh Gott. Karl, unser Fernseher ist kaputt. Pass bitte auf oder ruf einen Mechaniker. Ich will nachsehen, wenn ich Zeit habe. Ich werde es so bald wie möglich richten. Danke, mein Lieber. Du bist ein echter Tausendsasser. Ach, jetzt plötzlich kannst du wieder nett sein. Mann. Sonst bist du immer so. Ja. Meine Frau. Wir haben ja extra so ein Teil gekauft. Vielleicht funktioniert es ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie geht's ihr denn? Sie schaut so traurig rein. Oh Mann. Okay, das mit den Papieren und dem Archiv. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was wollte ich jetzt? Ach so, wegen dem Fernsehen mit ihr reden. Stimmt. Oder ist das schon erledigt? Nee, ist erledigt. Archiv. Wie mache ich das mit dem Archiv? Moment, ich schaue ganz kurz, ob da vielleicht... Da. Wie mache ich das mit dem Archiv? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo was? Erpresserbrief. Nee, da ist aber nichts mit Archiv. Ist da vielleicht doch irgendwas zu erfahren? Nee, ich weiß nicht, wie das mit dem Archiv funktioniert. Aus der Stadt raus, einfach zu Fuß.
Was ist da oben eigentlich? Ist da das Archiv? Ich glaube nicht. So. Kann ich gar nicht rein, okay. Okay, Mark Ranek, was willst du? Was möchten Sie von dem Archiv? Ach so, er ist Archivar, stimmt. Über die Hilfe für Schimmer sprechen. Arbeiten Sie im Archiv, alter Mann? Was heißt das für Sie? Das wissen Sie sogar ohne mich. Ich brauche Ihre Hilfe. Auf ehrliche Art und Weise bekommt man keine Dokumente vom Archiv. Von wem sprechen Sie? Die Dokumente von guten Menschen werden nicht ins Archiv gebracht. Binden Sie mir keinen Bären auf. Die wahre Geschichte von Klaus Schimmer erzählen über nebensächliches Sprechen. Oh Mann, das ist jetzt schwer, aber ich habe dann Angst, dass er ihn verpfeift. Was soll's? Ich spreche mit Schimmer aus Apartment 1. Er ist beim Staat in Ungnade gefallen. Sie haben ihm sein Abwesenheitszertifikat weggenommen und er sitzt hier fest. Ich mag ihn nicht. Er arbeitet in einem Tabakladen, aber er gibt mir nie gratis Tabak. Er benimmt sich so und ist unhöflich, weil er Angst hat. Helfen Sie mir. Bringen Sie mir ein Abwesenheitszertifikat. Sie können ohne nicht leben, verstehen Sie? Abgemacht, aber Sie schulden mir eine Flasche Whisky. Ich werde es nicht schaffen, Zugriff auf konfiszierte Dokumente zu bekommen. Habe ich. Ich hab Whisky. Verlorene Brille? Ich habe meine Brille verloren und kann ohne sie nicht mehr im Archiv arbeiten, Karl. Helfen Sie einem alten Mann und suchen Sie im Haus danach. Ich habe sie entweder vergessen oder verloren. Verdammt, ich habe eine Brille verkauft. Eine ganz normale Brille, aber ohne Rezept bekomme ich keine. Rose wird morgen hingehen und den Gutschein dem Arzt überbringen. Ich kann keinen ganzen Monat warten. Okay, ich suche im Haus. Schnell, ich könnte deswegen meine Arbeit verlieren. Oh Gott, das wäre schlecht, weil er muss ins Archiv um... Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Brille verkauft. Ich muss sie zurückkaufen. Oh Mist, er hat die Brille... Doch, da. Brille. Ja, oh Gott, teuer. Fuck. Aber was soll's. Wo ist er jetzt? Ist er jetzt zu Hause? Wahrscheinlich. Das Telefon läutet nicht, das ist gut. Dann wollen wir mal anklopfen. Oh Mann. Nee, nicht du. Ich wollte doch... Wo ist denn er? Ach, Blödsinn. Der wohnt doch hier, oder? Streich, Klingelstreich. Hahaha, so lustig. Hm? Da ist ja gar keiner. Seltsam. Okay, dann gehe ich wohl wieder rein. Wo ist denn dein Mann hin? Wo ist denn der? Nee, warte mal. Wo wohnt denn der Ranek? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ja, doch da oben, aber... Ich will jetzt eigentlich mit ihm sprechen. Ich komme! Nur kein Stress. Ich bin ja gleich da. Mann, ich möchte mich gerne hinsetzen. Ich bin gleich da. Hallo. Was wollte ich hier nochmal? Ach ja, stimmt, die Tür. Über die Brille sprechen. Haben Sie meine Brille gefunden? Hier ist Ihre Brille. Nein, meine hat eine Klebeband am Ohrstück. Ach so, ich habe gefragt, ob es seine ist. Nein, meine hat den Klebeband am Ohrstück und die Fassung war braun. Ach Mist. Okay, falsche Brille gekauft. Das ist doch eigentlich egal, Mann. Was willst du jetzt schon wieder? Fuck, ist das stressig. Hallo. Nach Ergebnissen der Untersuchung fragen. Was ist mit meiner Tochter? Ich will sie nicht erschrecken, aber Martha geht es nicht gut. Sie hat starke Rasselgeräusche in der unteren Hälfte beider Lungenflügel. Oh oh. Sie braucht so schnell wie möglich Antibiotika und so sehr ich auch unsere einheimische Medizin mag, sie braucht etwas Importiertes. Die Einheimischen machen es nur schlimmer und es ist bereits sehr ernst. Eine Verzögerung könnte zum Tode führen. Das kostet $10.000 pro Kurs. Leider konnte ich nichts Billigeres finden. Quoten, Rezepte, Beregelung. Ich riskiere viel, um ihrer Kleinen zu helfen. 10.000, fuck. Oh Mann. Okay, und wegen der Brille? Ich schau mal, ob die vielleicht doch noch hier irgendwo zu finden ist. Vielleicht hat es ja mitgewaschen. Ich durchsuche mal die Waschmaschine. Vielleicht ist was Neues drin. Nee. Oh Mann. Ja, ich nehme mal die Socken. Da sind immer Socken drin, das finde ich voll cool. Oh Mann. Sohnemann, wie war es im Theater? Ich glaube, er war wahrscheinlich bei dem Theaterstück, was so scheiße war, oder?
Ja, Vater. Nach der Brille fragen. Hast du die Brille gesehen, die dem alten Mann aus dem ersten Stock gehört, Patrick? Nein, entschuldige, ich muss gehen. Erfahren, was passiert ist. Hast du Probleme auf der Uni, Sohn? Ja, Vater, der Dekan hat einen weiteren Spendensammler beauftragt. Es ist eine Menge Geld und ich weiß nicht, woher ich so viel bekommen soll. Wie viel? Oh Gott! Was? Sind die verrückt? Das Volk hat kein Geld. Wenn das so weitergeht, ist keiner mehr übrig, um zu unterrichten. Aber das ist vielleicht die Absicht. Wir werden sehen, was sie tun können. Im schlimmsten Fall suchst du dir einen Job. Das Land braucht Bergarbeiter. Sehr lustig, Vati. Vielen Dank. Martha ist krank, Patrick. Wir brauchen eine Menge Geld, um sie zu retten. Und wer weiß, wie lange das dauern wird. Es könnte passieren, dass wir mehr und mehr Geld benötigen. Ich verstehe, Papa. Oh Mann, ist die Situation gerade scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ich sehe gerade, ich muss die Folge mal wieder beenden. Wow, das hat jetzt länger gedauert als gedacht. Dann pausiere ich mal wieder. Ja, Freunde, es wird echt stressig hier. Unsere Tochter ist sterbenskrank. Unser Sohn braucht die Kohle für die Uni. Und, oh Gott, ich blicke gerade nicht mehr durch, wie ich das alles hier regeln soll. Oh Mann. Ja, in der nächsten Folge schauen wir, dass wir ein bisschen was in eine Lösung finden für die ganze Situation. Ich hoffe, das funktioniert. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut.